Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die aktuelle GTA Online Event Woche. Und zwar es gibt einmal Rabatte auf folgende Fahrzeuge. Einmal bei Watch Dogs. Da gibt es einmal auf, also die mobile Kommandozentrale ist im Angebot. Die ist glaube ich 40% günstiger. Und die einzelnen Elemente, also diese Zusatzgebäude, Sachen und so, also Waffenwerkstatt und so, die sind auch im Angebot und das Farbschema ist auch im Angebot. So, dann gehen wir jetzt mal zurück. Dann ist einmal der Stromberg 40% günstiger. Hier seht ihr den, dieses U-Boot. So, dann gibt es hier noch den MTB. Der ist auch 40% im Angebot. Seht ihr hier. Und dann gibt es noch den Injurgent Pickup im Angebot. Auch 40% günstiger. Bei mir steht der jetzt 0 Euro, weil irgendwie gab es mal eine Aktion. Aber der müsste günstiger sein, also 40%. Und dann gibt es noch den Rhino Panzer. Der ist auch 40% im Angebot. So, dann gibt es noch bei Süd San Andreas ein Auto im Angebot. Und Motorrad, also ein Quad. Und zwar der Nakazaki Street Blazer, der ist auch 40% im Angebot. So, dann, das waren alle Autos, die im Angebot sind. Dann kommen wir zu den Rabatten bei Immobilien. Da gucke ich einmal. Da gibt es einmal, sind einmal die Hangars im Angebot. Ich gehe eher so 40% wieder. Und die Bunkers sind auch 40% im Angebot und ich glaube auch die Renovierungen, ich guck gerade mal. Ja, die Renovierungen sind auch alle im Angebot beim Bunker und ich glaube auch beim Hangar. Ich guck einmal vorsichtshalber. Habe ich den natürlich schon geändert, mal sehen. Ne, beim Hangar. Da ist nur die Werkstatt im Angebot, denke ich, ja. Die Werkstatt, die ist 40% im Angebot, kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil das müsste so sein. So, jetzt kommen wir zu den doppelt RP und GTA-Dollar. Und zwar, es gibt einmal auf folgende Modis. Und zwar auf der Gegnermodus, da gibt es einmal, diesmal sogar mal, also dreimal doppelt, ne, dreifach RP und GTA Dollar. Zwar, ich guck gerade mal. Ah, hier, das ist der Hunting-Modus. Ne, hier gibt es noch zweimal RP und zweimal GTA Dollar, das ist der Hunting-Pack-Modus Remix. Aber da gibt es noch welche. Da gibt es noch einen mit Dreifach. Hier. Motor Wars. Da ist dreimal RP und dreimal GTA Dollar drauf. Das ist echt ganz gut. Also der Modus, der bringt halt echt viel Geld. Ich guck gerade nochmal an, was gab es noch. Ich weiß jetzt gerade nicht was. Sonst, ich guck einmal schnell. Ah, ich weiß jetzt nicht, welcher Modus das genau ist. Also ich weiß den Namen. Und zwar diesen Vehicle Vendetta. Da gibt es auch doppelt RP und doppelt GTA Dollar. Den werdet ihr dann ja schon finden. Und dann gibt es noch auf dieses Zeitrennen, da gibt es ein bisschen mehr Geld. Also wenn ihr das schafft, gibt es da
Ich weiß nicht, wie viel Geld, aber es gibt auf jeden Fall da ein bisschen mehr Geld als sonst. So, und jetzt gibt es noch die Premium-Rennen. Da gibt es einmal Kanal Frontal. Das ist nur für Muscle Cars. Und da kriegt ihr mehr Geld, wenn ihr da gewinnt. Und das ist bis zum 4. April. Und dann gibt es noch vom 9. April bis zum 10. April ein anderes Zeitraum, und zwar fahren sie fort. Das ist nur für Sportwagen. Dann vom 5. April bis zum 8. April durch die Wildnis, nur für Geländewagen. Ja, das war dann auch schon die aktuelle GTA Online Eventwoche. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr rund um GTA nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und dann bin ich erstmal wieder raus. Ciao, Leute.